Folge Nummer 29 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir befinden uns im Berchtesgadener Land. Wir wollten die Gebiete hier nochmal erweitern, da wollen wir uns jetzt mal dran machen, dass das klappt. Ich hoffe, ich kriege das mal so hin, dass der nicht neue Gebiete macht, sondern dass er vorhandene Gebiete erweitert. Das macht er hier auch. Ich habe gedacht, diese Straße hier unten, die können wir jetzt mal so als Punkt nehmen, wo die Grenze ist. So, und das gleiche würde ich hier machen. Dieses Gebiet einfach hier so erweitern mal. Und ich glaube, hier hinten können wir das auch noch machen. Das können wir eigentlich hier so komplett bis da auf jeden Fall erstmal ziehen. Dann haben wir das Gebiet schon fertig. Ja, dieses hier muss noch ein bisschen näher an die Straße ran. Wenn man näher rangeht, klappt das auch, ne? Ja, das ist jetzt anders, egal. Dann würde ich sagen, müssen wir hier noch feststellen, wo wir hier eine Grenze machen. Aber ich glaube, das ist auch wieder hier die Straße. Und da auch die Straße. Dann haben wir hier das nächste Gebiet. Können wir ruhig so hier ziehen, ne? Sieht das schick aus. Hier drüben ist erstmal gut, lassen wir so. Allerdings würde ich hier die Straße auch das Maß nehmen. Oh, das hat gut geklappt, ne? Dann würde ich hier das aber so noch machen wollen. So passt es dann schon. Dann ist das ein Gebiet. Hier kann das ruhig so bleiben, oder? Wir können das ja noch mit nach da nehmen. So. Das gefällt mir soweit. Ja, hier ist jetzt die Frage, wo da das Gebiet zu Ende ist. Aber ich denke mal, dieses Gebiet ist definitiv hier komplett so zu gestalten. Dann passt das schon. Und hier muss ein neues hin. Ist die Frage, wo das hier anfängt? Gute Frage, ne? Hier erstmal so. So passt es erstmal. Vollgemalt hier. So, und dann. Dieses hier ist nochmal neu zu gestalten. Würde ich jetzt mal so machen, ne? Will ich das ganz machen? Das ist die Frage, ne? Also definitiv schon mal das. Und das nehmen wir auch mit. Weiß es nicht. Irgendwann ist es zu groß, ne? Vielleicht machen wir das nur bis hier. Und das wird schon wieder Neues. Oder? Irgendwo geht die Sonne schön auf. Lassen wir mal so, oder? Aber vielleicht geht es hier auch noch weiter.
Aber das weiß ich auch noch nicht, ob das so richtig ist. Aber da geht ja eine Straße lang, eine dicke, und dann ist das schon passend. Gut, das haben wir. Hier ist jetzt noch nicht so fertig, aber Gebiete haben wir erledigt. Dann hatten wir die Straßeninstandsetzung, ne? Die haben wir überhaupt noch nicht gehabt. Da müssen wir mal irgendwo noch was hinbauen. Dass wir die Straßen heile kriegen, ne? Straßen waren hier und Instandsetzung war hier. Und da haben wir Straßenmeisterei und hier haben wir das Schneeponie. Die Straßenmeisterei ist nirgendwo vorhanden. Und, ach so, an den Straßen geht es schon mal nicht. So, ich will es mal sehen. Das würde das ganze Gebiet da auch noch umfassen. Da wäre hier schon etwas schwach, also wäre es schon gar nicht verkehrt, die hier hinzubauen. Machen wir mal so. Hier hinten ist schwach, aber das wird wahrscheinlich irgendwann hier mit abgedeckt sein. Und hier oben ist es auch sehr schwach. Das bedeutet, ich würde jetzt mal eine hier irgendwo hinbauen wollen. Kann ja ruhig hier im Industriegebiet sein, oder? Da sieht doch gut aus, oder? Ja, und hier unten muss dann irgendwann eine hin, die aber weiter hier irgendwo liegt. Gut, dann bleiben die Straßen auch einigermaßen heile. Ja, sieht einigermaßen aus. Ich glaube, das hier ist auch noch so leicht grün. Vielleicht am letzten Stück nicht mehr, oder? Doch, ist auch noch einen grünlichen Schimmer, ne? Passt. Die machen das schon. Wie gesagt, irgendwann muss hier noch eine hin, damit das andere auch klappt. Was hatten wir noch? Die Gebiete, die Straßenmeisterei hatten wir. Heizung war das letzte Thema dann. Ja, das müssen wir definitiv noch ausbauen. Hier oben sieht es ja schon ganz nett aus, aber hier noch nicht. Dann werden wir jetzt hier mit den Leitungen für die Warmwasserversorgung auch noch kommen. Aber wir müssen mal gucken. Ah, Heizungsvermögen ist da. Wie kalt ist es? Minus 6,8 Grad ist natürlich gerade nicht viel Kälte, ne? Also wir müssen wahrscheinlich auf dieses Zeichen gehen und dann das erweitern. Da müssen wir aber definitiv dann noch ein Kesselhaus- oder Geothermiekraftwerk bauen, ne? Glaube, die können das schon alle hier so vertragen, oder? Hier ist gar nichts, hier müssen wir noch was bauen. Aber, ach so, von da könnten wir noch die Straße bauen. Wird dann Sinn machen, ne? So, das heißt, in dem Bereich, da fehlt noch ein kleines Stück, sonst kommt das Wasser nicht da durch, sind wir dann gut abgedeckt. Gut, lass es so. Ja, dann haben die alle warmes Wasser. Hier oben ist gut, da haben wir das Kraftwerk auch tatsächlich schon sitzen. Hier waren wir auch schon ein bisschen weiter. Wir sind noch da im positiven Bereich. Allerdings müssen wir gucken, dass wir ein zweites bauen. Und das würde ich hier hinbauen, weil ich bin der Meinung, dass wir dann. Na, das macht Dreck und Lärm, ne? Verschmutzung und Lärmbelastung, das macht nur Lärm, ne? Ja. Dann würde ich hier definitiv noch eins hinsetzen wollen. Das stört ja nicht so ganz. Da geht es nicht hin, da passt es leider auch nicht. Doch, da wird es, aber dann reißen wir da was ab, ne? Ja, das würde dann nicht passen. Dann würde ich das aber hier so hinsetzen wollen. Machen wir erstmal so. Jetzt habe ich auch gar nicht geguckt, ob es da einen Leistungswert für gibt, ne? Ist der Boden da passend für? Das ist die Frage, ne? Wir müssen erstmal das machen. Wo ist der Punkt zum Andocken? Da. Kann er jetzt nicht, oder was? Weil der jetzt so schlecht da liegt. Das kann jetzt nicht sein, oder? Ich muss das Gebäude verschieben. Mach das mal aus. Leider geht es aufgrund der technischen Daten nicht.
Jetzt geht's nicht dahin, weil. Ah, oh, das kann ja jetzt nicht sein, oder? Komm, mach's erst dahin und dann verschieben wir es nochmal. Ich weiß gar nicht, ob das Verschieben Geld kostet. Sollte dann gehen, oder? Jetzt nochmal dahin und das ist schon passend. Und jetzt können wir das tatsächlich andocken, ne? So, jetzt hier auf das Ausrufezeichen und ja, komm hier, die brauchen hinten fürs Frischwasser, Warmwasser bestimmt. Niemand kriegt warmes Wasser bisher. So, die ersten werden sich jetzt freuen, weil sie jetzt warmes Wasser kriegen. So, jetzt müssen wir. Ach, wir haben ein zweites gebaut. Das kann ja jetzt nicht so schlimm sein, ne? Das heißt, die kriegen schon mal alle warmes Wasser. Und das würde auch gleichzeitig bedeuten, dass dieser Wert jetzt steigen muss, ne? Weil die heizen ja jetzt nicht mehr mit Strom, ne? Sieht man sehr klassisch, ne? Das ist doch auch schon mal gut. Ja, das war aber jetzt nicht das, was wir wollten, sondern wir wollen das. Und da auch Heizverfügbarkeit, aber wohl 6,2 Grad hat sich nicht geändert. Jetzt haben wir eine hohe Verfügbarkeit erstmal. Okay. Das läuft. Und jetzt haben wir schon das eine mit dem anderen gekoppelt, ne? Also wenn das eine ausfällt, läuft das andere trotzdem noch weiter. Das ist schon mal gut. Der Wert ist immer noch oben. Ich mache aber jetzt erstmal hier so eine Hauptleitung weiter. Müssen nur aufpassen, wenn es runterfällt, ne? Vielleicht sollten wir erst dieses Gebiet hier fertigstellen. Es fällt noch nicht runter, wir haben noch genug Wärme da. Ich denke mal, jetzt fängt er an runter zu wandern. Und wenn wir dann irgendwo, wir sind aber schon bei 12 Grad minus. Das heißt, wir haben gerade doppelt so viele Kälte da wie vorhin und das fällt sehr stark noch runter. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier wird, wenn die Leute hochfahren. Der fällt jetzt schon runter, da müssen wir aufpassen. Wie viel Grad? 13,7 Grad. Ich denke, wir können schon noch hier was machen. Ich glaube, das machen wir hier alles noch gerade fertig. Dafür sollte es erstmal reichen. Ja, komm, wenn wir schon bei sind, nachher vergessen wir es wieder, oder? Da wird ja jetzt gerade keine Kälte, Wärme genutzt, aber diese drei Häuser hätten doch die Wärme genutzt. So. Das sieht erstmal gut aus, oder? Dieses Viertel hat es geschafft. -14 Grad. Ein bisschen Reserve wäre schon nicht schlecht dann, oder? Auf der anderen Seite sind wir dann auch schnell damit durch. Notfalls bauen wir noch eins mehr, oder wie ist das? Das ist Reserve dann, oder wie? Reserve ist ja eigentlich der gelbe Bereich, ne? Aber wir sind schon bei 19 Grad, wir sind gleich bei minus 20 Grad und wir sind immer noch im grünen Bereich. Fühlt sich ja eigentlich gut an, ne? Aber hier hinten wird es dann noch eins geben müssen, würde ich sagen. -21 Grad.
So. Wo kriegen die denn? Ach so, darüber kriegen die die Wärme. Beziehungsweise, ja, Wärme ist richtig. Ja, die haben jetzt Wärme noch darüber. Das ist jetzt ein langer Weg da lang. Na komm, die beiden kriegen, diese Häuserreihe kriegt dann auch noch die Wärme da weg und der Rest, da müssen wir Neues für bauen. Weil 21,4 haben wir jetzt. Ah, hier fehlt noch ein Stück. Das sieht doch gut aus eigentlich, oder? Vielleicht kriegen wir dieses hier auch noch angeschlossen. Also hier dürfte jetzt, ja, obwohl die Leitungen würden Abwärme machen, es würde dadurch sinken, weil auch wenn sie isoliert wären. Aber wir haben immer noch die 22,4 Grad, ist schon viel, was runtergeht, und wir haben immer noch Leistung da. Ich glaube, das können wir schon noch so machen. Diese vier Häuser hier kriegen jetzt auch noch die Wärme. Da sind ein paar mehr, ich weiß. So, jetzt sind die alle auch und wir haben hier noch Reserve. Wir sind bei 22,5 Grad minus, das ist viel, würde ich sagen. Und es funktioniert trotzdem noch. Hier oben haben wir alles, oder? Ja, bis ins letzte Eck. Wir haben noch relativ, aber jetzt geht die Temperatur runter. Jetzt würde ich es erstmal nicht mehr. So. Also hier, ah, da kommen ja auch noch Häuser, wenn hin, ne? Ja, weiß ich nicht. Wir müssen es am Ende ja sowieso ausbauen. So ist nicht. Aber ich will dann jetzt auch nicht gerade schon die ersten meckernden Leute haben. Es ist kalte Nöte. Ich habe doch Heizung bezahlt. Also bis zum Ende gehen wir auf jeden Fall jetzt gerade noch. Damit uns das Abwasser nicht einfriert, ne? So, wir sind bei 17,2 Grad. Komm, bis zum Krankenhaus. Das Krankenhaus schließen wir noch an und dann ist erst gut. Grad minus. Geht. Und wir brauchen Wohnfläche schon wieder, wie ich sehe. So, war das das erstmal, was wir machen wollten? Ich glaube, so im Großen und Ganzen war das das, ne? Wir haben die Gebiete erweitert, wir wollten die Straßenmeisterei machen und wir waren beim Heizungsthema. Ja, jetzt wird es gerade wieder ein bisschen wärmer, das heißt, der Balken geht auch höher. Müssen wir erstmal so lassen. Wir können mal gerade in den Traffic wieder reingucken, der uns hier große Staus beschert. Und wie sehe ich das? Ja, hier in dem Kreisverkehr fließt es nicht. Liegt aber tatsächlich an den doofen Bussen, ne? Wir müssen gucken, dass wir hier weniger Buslinien langführen, glaube. Oder die Bushaltestelle muss wandern. Tja. Gute Frage, ne? Lass uns mal gerade Straße aufrufen. Zweispurig in eine Richtung mit Bäumen hatten wir da ausgewählt. Aber ne, wir müssten einfach nur jetzt gerade gucken, kann man diese Straße, die da ist, ne, kann man nur ganz abreißen, wie wir sehen. Ah, das ist. Es sind definitiv die Busse, weil hier stehen schon die nächsten drei und da vier sogar. Ja. Das bedeutet, wir werden nochmal den Autobahnzubringer bemühen. Und werden den von hier, wenn es geht. Ah, warte mal, da brauchen wir dieses Symbol. So machen.
Und dann wollen wir die normale Straße gucken, ob wir die da dran kriegen. Geht natürlich nicht. Das heißt, ich muss erst schnell dieses abreißen und dann schnell dieses Stück da dran bauen. Das geht. Und wenn das abgerissen ist, geht auch bestimmt die Auffahrt wieder, oder? Ja. Es muss leider ein Ding daran glauben. So, und jetzt muss die Bushaltestelle woanders hin. Bushaltestelle verziehen. Da. Und dahin machen. Ach so, das ist ja cool. Dann können wir das sogar so ein bisschen splitten, oder? Aber die fahren trotzdem nicht durch. Super, oder? Jetzt laufen sie alle rüber, weil da nichts mehr ist. Oder wie sehe ich das? Doch, da ist noch was. Jetzt ist da aber nichts mehr, oder? Und jetzt haben wir hier die Busse bis da stehen. Ich weiß nicht, warum jetzt hier noch dieser hier da reingefahren ist. Wer ist das? Der müsste Straßen. Ah, okay, der darf da reinfahren. Und der da? Ah, der darf da auch reinfahren. Die müssen den Müllwagen und müssen da natürlich auch was leer machen, klar. Jetzt ist die Frage, ob man hier nicht einen Busbahnhof hinsetzt. Aber der Busbahnhof ist natürlich auch riesengroß, oder? Ne, das war das Depot. Ja, das ist ein Riesenbrummer. Der wäre es gewesen, ne? Hier so rein. Naja. Etwas kleiner das Ding. Das wäre schon ganz cool gewesen. So, jetzt nochmal hier aufrufen. Und jetzt sehen wir, dass der Verkehr wieder ein bisschen besser fließt. Jetzt kommt tatsächlich wieder ein Bus da rein. Und da steht schon der nächste. Warum wartet der jetzt so lange? Das ist nicht schön. Interessanterweise kommen die ja alle von hier, ne? Das würde ja bedeuten, wir könnten eigentlich auch diese Straße vielleicht von da aus schon reinmachen, oder? Wird das was bringen? Ich denke schon. Jetzt müssen wir da nur ein Verbotsschild noch hinstellen für Einfahrt, ne? Die dürfen nicht und die dürfen nicht. Der Rest sollte können. Jetzt steht der Bus da. Wieso müssen hier so viele Fahrzeuge hin, ne? Ah, das ist schlecht. Steht wieder einer hinten. Jetzt fließt der Verkehr. Da kommt wieder einer, aber der hat jetzt noch nicht behindert. Da kommt wieder einer, aber der wird nicht behindern, weil der Verkehrsfluss doch gegeben ist. Sollte man die Müllwagen da noch rausnehmen, die da nicht durchfahren? Jetzt ist ja, aber der Verkehr fließt noch. Wir können das mal farblich gerade umändern. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt aber dahin, dass das besser wird, oder? Wir müssen nur hier gucken, dass wir da noch die Zuordnung vielleicht machen.
Sollen die Busse da lang fahren können, das ist die Frage. Also die dürfen definitiv ja nur geradeaus fahren. Und die genauso. Von mir aus sollen sie da auch wechseln. So passt's. Ist die Frage, wie sieht es mit den Linien aus? Die sehen wir natürlich hier unten. Die gehen alle rechts. Sowieso, eigentlich fährt kein Bus links rum, ne? Aber wir können das ja mal gerade checken, ob das doch so ist, indem wir einmal den setzen nach da. Und dann müssen wir wieder die Linien gucken. Das bringt also nichts, da will sowieso keiner lang fahren. Doch, da fährt tatsächlich einer lang. Aber warum fährt er da links, wenn es da keine Linie links gibt? Das ist die Frage. Sehr, sehr spooky, oder? Ah, hier darf keine Ampel sein, die müssen wir sofort wegmachen. Ne, Kreuzung. Weg mit der Ampel. Und hier schon eher eine Stoppstraße rausmachen. So, jetzt nochmal rein. Habe ich den Knüppel wieder weggenommen? Ja, ich will nicht, dass die da abbiegen. Der muss da ja nicht lang. So, nur rechts fahren bitte. Passt. Dann haben wir das. Wie sieht's aus hier? Rückstau wieder bis da hinten hin. Ja klar, einer steht im Weg, weil irgendein doofer Bus nicht fährt und kein Mensch weiß, warum der nicht fährt. So, jetzt ist der Verkehr wieder frei. Also ich muss es nochmal hier, glaube ich, lösen, indem ich da ganz kurz das Blaue hier ganz kurz mache. Also diese Strecke vielleicht noch länger mache, damit die Bushaltestelle weiter nach vorne kommt. Anders nützt es nichts. So, jetzt das Ganze nochmal. Straße. Autobahnauffahrt haben wir schon ausgewählt. Macht er nicht. Macht er. So, und dann reiße ich das jetzt gerade einmal komplett hier weg. Warte, wir gehen erstmal auf die normale Straße, die wir brauchen. Haben wir schon, aber reißen das ganze Stück erstmal weg. Das auch nochmal weg. Dann doch nochmal auf die Autobahn. So hin und dann auf die andere Straße. Und die ganz lang. So hin. Passt. Und jetzt müssen wir die Bushaltestelle wieder haben, die jetzt tatsächlich dann da oben vielleicht hingegangen ist. Die weg. Ah, nee. Wieso ist jetzt da eine links abbiegend? Aber wenn, ist auch nicht so schlimm, aber die war vorhin noch nicht da, ne? Die ist das nicht. Die ist das auch nicht, das heißt, die ist das. Die können wir wieder holen. Ach, die fährt jetzt doch auch links. Das bedeutet, ah, lass sie da. Lass sie alle da. Sollen sie da alle anhalten? Weiß nicht, wie weit der Rückstau jetzt entstehen wird. Wir werden es gleich sehen. Da war es auf jeden Fall ganz schlecht mit dem Rückstau. Jetzt können hier vielleicht zwei Busse auch anhalten. Weiß ich nicht. Sehen wir ja gleich, wenn die Busse kommen. Oh, jetzt fährt einer schon durch. Der hält da gar nicht an. Die Fahrten halten da alle nicht mehr an. Was ist das jetzt für Nonsens? Ah, der fährt jetzt auf der rechten Seite, dann hält er auch an.
Wäre schön, wenn der jetzt so weit vorgerückt wäre, dass es klappt, ne? Also leider sind diese Bushaltebuchten in meinen Augen der letzte Blödsinn, weil sie nicht richtig angefahren werden, dass andere vorbeifahren. Paradox arbeitet da dran. So, jetzt sehe ich gerade schon das Problem, was wir haben, dass wir hier noch nicht die Verkehrssperrung haben für die Fahrzeuge der gewissen Art. Der nicht und der nicht. Der nicht, der nicht. Und der nicht, der nicht. Jetzt kommen die noch auf die Idee und fahren hier los und fahren nur einen Block weiter, dass sie falsch rumfahren, ne? So passt's. Jetzt sind nur Busse da. Notfallfahrzeuge können da ja reinfahren, ist ja kein Ding. Genauso wie die anderen auch, aber alle anderen, das für die Krankenwagen und sowas ist ja sogar vorteilhaft, dass die da schneller vorankommen dann. Warum dieser doofe Bus jetzt da zweispurig steht, weiß auch keiner, ne? Okay. Jetzt ist gar keiner mehr da, ne? Jetzt pass mal auf, wo keiner da ist, läuft es auch im Kreisverkehr richtig rund, ne? So sieht's aus. Geht. Aber jetzt kommen Busse wieder an. Ja, hat sich jetzt irgendwie. Entschuldigung. Hat sich jetzt irgendwie amortisiert, ne? Na, ja, da kommen wieder zwei. Aber sind schon einige Busse, die da jetzt dahin passen. Die jetzt aber auch gleich alle da stehen, weil der erste Bus wieder ewig braucht, bis er weiterfährt und keiner weiß, warum er so lange braucht. Und hier müssen wir die Kreuzung noch schnell angucken. Wahrscheinlich ist da wieder eine Ampel gelandet. Genauso ist es. Passt. Sonst ist alles gut. Okay. Können wir so lassen, denke ich. Gut, dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ist schon wieder über eine halbe Stunde und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben, genauso gerne wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.